rechte Seite, das ist ein Puppenhaus und auf die linke Seite die Kräne. Hat man alles hier bewahrt, um hier ja, die Erinnerung an die Industrie zu haben. Was doch und so, was die Kräne alles wird ja nicht mehr genutzt. Das wird nur ja jetzt für Parkplätze für die Leute, die ins Opernhaus gehen, die also nicht mit dem Hafenbus herkommen oder mit dem Kajak herkommen. Die kommen hier mit dem Auto. Hier haben wir die Buslinie Nummer 9a, das ist auch die Marihuana Express, weil wir haben ja hier das Christiania, das, die Freistadt, das ist eben da, wo die, da verkaufen die auch das Marihuana. Deswegen nennt man auch die 9a, das ist die Marihuana Express. Aber sonst ist es hier die ganze kreative Fächer und Theaterschule, Musikkonservatorium, alle die kreative Fächer kann man hier studieren gehen. Deswegen haben wir auch hier richtig viele Leute jeden Tag raus, um hier zu studieren. Fahrradbahn ist einfach der allerschnellste Weg durch den Park. Und viele haben eben, wie gesagt, diese, auch diese Christiania-Fahrräder, wo man vorne die Kinder transportieren kann. Etwa 27% von allen Familien in Kopenhagen haben so ein Fahrrad und für 17% von den Familien, da bedeutet es ein Auto weniger. Jetzt hat man die auch umgebaut, dass es so mehr wie ein Rickshaw funktioniert, dass man vorne leicht einsteigen kann. Und dann werden die sehr viel genutzt bei den Seniorenheimen. Nennt sich Radeln ohne Alter oder alle haben Recht auf Wind in den Haaren. Das ist jetzt verbreitet sich auch jetzt weltweit. Das gibt es jetzt auch in Berlin, das gibt es auch in Essen. Also das verbreitet sich. Und das ist so eine Gemeinschaft, die macht Touren zusammen. Und so. Die Leute, die beim Seniorenheim, die freuen sich ja so. Und dann kommen die, endlich können die wieder ein bisschen rauskommen, da frische Luft und was Neues erleben und dann werden ganz viele Geschichten erzählt und das ist natürlich richtig toll. So, Netto haben wir auf die linke Seite. Netto, das ist ja so ein Discount-Supermarkt. Da können die Leute ja schön einkaufen gehen. Und auf der rechten Seite noch ein bisschen Militärgelände, aber das wird jetzt auch alles neu gestaltet und für neue Zwecke genutzt. Ihr seht hier einige Leute, die haben, ja, einige fahren mit dem Helm. Wir haben ja keine Helmflechte. Und was jetzt neu kommt, das ist ja dieser neue Helm, das ist so eine Halskragen. Das haben zwei schwedische Mädels entwickelt. Die fanden das so blöd, erst lange Haare schön machen am Morgen und dann einen Helm aufsetzen. Deswegen haben die diese Halskragen entwickelt, was man um den Hals tragen kann. Das ist, funktioniert wie ein Airbag. Und wenn man hinfliegt, dann bläst es sich auf. Auf der rechten Seite, das ist Mietwohnungen, da kann man, wenn man Glück hat, mindestens 20 Jahre auf die Warteliste war. Dafür kann man eine Wohnung haben, 1000 Euro pro Monat. Aber das ist so gut wie unmöglich. Auf dem Privatmarkt, da kostet eine Mietwohnung ab 2000 Euro pro Monat. Auf der linken Seite, da ist es ganz andere Preise. Das ist wieder Christiania, diese Freistadt. Da kostet eine Quadratmeter pro Monat 29 dänische Kronen. Da, also das ist ja etwa 4 Euro pro Monat und da muss man noch einen Beitrag zu das Christiania bezahlen. Aber das ist auch so gut wie unmöglich da reinzukommen. Es gibt keine Warteliste, es gibt, ja, man kann nicht wissen, wie man die richtigen Kontakte haben kann. Da links guckt man noch einmal eine Christiania-Fahrrad. Man kann nie wissen, wie man, also da auf die, wie man da reinkommt, da muss man wirklich Glück haben. Also, und wenn man dann in die reinkommt, dann ist es aber auch sehr, sehr preiswert. Also ihr seht alle die Graffiti hier auf dem Wand, das ist alles Christiania und Eingang, eine von den Eingängen von Christiania ist da links rein und da ist da im Hintergrund auch der Fisher Street, wo
ganze Marihuana verkauft wird. Das ist natürlich, das ist illegal in Kopenhagen oder in Dänemark, Marihuana zu verkaufen. Aber alle wissen, dass man das da bekommen kann. Jede, ja, bis 6 Mal am Tag wird das Gelände da geräumt von Polizei. Nächste Nachbar zur Christiane, das ist eine Grundschule. So, da gehen die Schule von 0. bis 9. Klasse, also 10 Jahre lang gehen die Kinder da zur Schule. Wir haben ja 10 Jahre Schulpflicht, das Jahr, wo die Kinder 6 Jahre alt werden, dann kommen die in die Schule und dann gehen die bis 16 Jahre etwa und dann können die nachher das Gymnasium wählen und das liegt hier auf die linke Seite, das ist das Gymnasium. Nachher können die dann studieren gehen oder was die auch wollen. Viele machen ja auch eine Fachausbildung, das können die dann danach das neue Schuljahr machen. Und hier haben wir die Erlöserkirche, eine riesige Kirche, verhältnismäßig ganz groß. Es wurde 1690er Jahren gebaut und das Turm dann etwa 50 Jahre später. Christian V. hat hier diese Kirche gebaut, er wollte gerne Macht und Pracht zeigen. Und dann ist oft hier, ja, die Leute, die stehen schon da, die wollen da gerne ins Turm rauf, das ist immer sehr beliebt, da hochzuklettern. Die trauen sich also die Leute da auf, um hochzuklettern, das finde ich immer sehr bewundernswert. Und wenn man da hochkommt, hat man natürlich auch tolles Blick eben ganz durch die Brücke, wo ihr rübergefahren sind und alles kann man gut von da oben miterleben. So, dieser Stadtteil, das ist das Christianshafen, was Christian IV. Ja angelegt hat nach Inspiration aus Amsterdam. Und hier seht ihr auf die linke Seite, da seht ihr Marmor und Skulpturen aus Grönland. Grönland ist ja auch noch ein Teil von Dänemark. Und hier lag eben früher das Schiff von Grönland, das kam eben früher hier an. Hier seht ihr die Kanäle, dann hier hat man ein bisschen den Eindruck, erinnert so an Amsterdam. Hier die nächste Straße, rechts oder links kann man auch gut in den niedlichen Stadtteil wahrnehmen. Fachwerkhäuser, Stockhaus, das ist alles hier sehr fein und gemütlich gebaut. Das war lange, lange ein sehr, sehr verarmtes Quartier hier. Sehr viele, da war eine Werft hier, also war das auch hier ein richtiges Arbeiterquartier. Viele Arbeiter hier haben hier gelebt und gewohnt. Aber jetzt ist es eine von den allerhipsten Quartieren von Kopenhagen. Und hier, da seht ihr Baustelle, das ist ein altes Bank. Jetzt sind die wahrscheinlich fertig mit Geld bei Schwassen. Dann kann man ja statt da ein Hotel einbauen. Da kommt, wir bekommen also die nächsten 2 Jahre 8 Zimmern pro Tag in Kopenhagen. Wir wurden jetzt dieses Jahr, am Anfang dieses Jahr wurden wir ja gekürt als das Land, wo man von Lonely Planet, wo man hinreisen sollte. Lonely Planet ist eine Reiseführer. Und jetzt waren Lonely Planet nach Kopenhagen zu fahren, wenn die Leute sind. Denkt, schwarze Diamant und diese Segelbrücke von Olaf Hoel hier so also mit. Und jetzt sind wir auf die Insel, die Macht. Hier haben wir Schloss Christiansborg gerade vor uns. Wir haben auf der linken Seite, das ist die Warenbörse, das ist auch von Christian IV. Gebaut wurde. Da konnte man hier direkt mit die Schiffe anliegen. Da war damals eine Wasserstraße. Einen großen Teil von Kopenhagen ist ja auf aufgefülltes Land gebaut. Also konnte man hier direkt mit den Schiffen bei der Börse anlegen. Von Christian IV. Gebaut in diesen charakteristischen Renaissance-Baustil mit Sandbahnstreifen, holländischen Renaissance-Baustil. Auf die linke Seite eben das Schloss Christiansborg, hier sitzt unsere Regierung, hier hat die Königin ihre Repräsentationslokal. Also ist es ja, wirklich die Insel, die macht das hier sehr geschützt und hier mit Granitenkugeln auch mit Marmor aus Bornholm. Wir haben ja keine Felsen in Dänemark. Die einzige Insel, wo wir ein bisschen Felsen haben, das ist ja aus Bornholm. Und da haben wir also diese Granitenkugeln hergeholt. Ihr seht die Kirche hier auf die linke Seite, das ist ein Teil auch von Christiansborg, das ist die Schlosskirche. Da liegen immer die Königlichen aufgebahrt und die sterben. Da wurde aber auch der Prinz Christian, der kleine Prinz, wurde auch da getauft. Und sonst ist es hier eine kleine, also das ist ein Teil, da sieht man, wie das zweite Schloss Christiansborg ausgesehen hat. Das ist ja auch gebrannt. Und hier
Kopenhagen. Er hat Kopenhagen gegründet 1167. Aber jetzt, wo so viele Ausgrabungen sind für die U-Bahn, dann ist man ein bisschen in Zweifel, ob Kopenhagen vielleicht noch viel früher eine wichtige Stützpunkt war. Deswegen diskutieren jetzt gerade die Archäologen und die Historiker, ob Kopenhagen vielleicht noch viel früher angelegt wurde. Hinter der Absalon, da seht ihr Fußgängerstraße. Kopenhagen hat ja die längste Fußgängerzone der Welt, 1,8 Kilometer, wo man in alle Ruhe einkaufen gehen kann. Da dürfen auch keine Fahrräder reinfahren. Ihr seht die Heringe, die auf der Säule rumschwimmen, die sind, das sind ja, weil Kopenhagen war ja auch eine Hansestadt. Und da haben wir mit Heringe ganz viel beigetragen. Hier seht ihr im Hintergrund, das ist das Schloss, nee, das ist der Rathausturm, das sind wir ja gestartet heute. Und hier dieser Metro-U-Bahn-Bahnhof, das wird Gammelstrand heißen nachher. Gammelstrand, das heißt alte Strand. Diese Strecken von Kopenhagen sind auch eine von den Touren, was immer wieder fotografiert werden. Und hier dieser Kanal, das kann man einmal im Jahr, da wird ein Schwimmwettrennen gemacht, dann schwimmen die Leute durch das Wasser hier um das Schloss einmal hier rum. Es wird schon spannend zu sehen, ob die U-Bahn, wenn die neue U-Bahn kommt. Die Kirche hier und im Hintergrund, da seht ihr ein gelbes Gebäude, das ist das Museum von Thorvaldsen. Der war ja eine sehr berühmte dänische Bildhauer und hat 40 Jahre lang in Rom gewohnt und dann hat er seine ganze Struktur wieder nach Kopenhagen mit zurückgebracht. Die Kirche, das Schloss, das dritte Schloss und hier die Kirche, das zweite Schloss Christiansborg. Da der Eingang hier rechts, das ist der Eingang, was die Königin immer nutzt, wenn sie Audienz hat. Sie hat Audienz am Montag wieder. Da kann man hier besuchen gehen. Das Schloss selber, eben auf die rechte Seite hier, da ist es die Repräsentationslokalen und auf die linke Seite, da sitzen unseren Parlament. Wir haben ja 179 Mitglieder in unserem Parlament. Zwei sind aus den Färöerinseln und zwei aus Grönland. Der Ritter hier auf dem Pferd, das ist Friedrich IX., der letzte Oldenburger, der hat unseren Bundgesetz unterschrieben, 59 Juni 1849. Dann waren knapp 200 Jahre mit Absolutismus zu Ende. Und rechts ist eben der Eingang zum Parlament. Fahrradfahren ist statusneutral, also ist auch da eine riesige Fahrradparkplatz. Da werden ganz viele Fahrräder geparkt. Hier auf der rechten Seite Holmeskirche, das war eine ehemalige Ankerschmiede. Das hat Christian IV. Dann in diese Kirche umgebaut. Da hat unsere Königin geheiratet und die war ja 50 Jahre lang mit der Prinz Henrik verheiratet. Jetzt ist er letztes Jahr gestorben und sie lebt, soweit wir wissen, alleine. Und vor uns haben wir jetzt Nationalbank. Nationalbank, das ist ja, wir haben ja hier auch unsere eigene Währung. 1 Euro ist nicht mal 1,5 Kronen. Wir können also, früher haben wir ja auch die Noten gedruckt und so weiter, aber jetzt wird das alles in Finnland gemacht. Das ist schon, die können das schon günstiger machen, als was wir hier in Dänemark machen können. Das ist alles ein Gesamtwerk von der Architekt und Designer Arne Jacobsen. Von hier von außen sieht es so ein bisschen bombastisch aus, aber drinnen ist es ganz toll und leichtes Architektur. Also hier könnt ihr nächste Straße links runter schauen, da seht ihr einen Teil vom. Da ist es, das war kurz, das Theatergebäude. Hier sind nette kleine Geschäfte, aber auch hier kann man auch Smørrebrød aus sich holen. Wir kommen ja kurz zum Smørrebrød-Gelände. Smørrebrød, das ist ja diese belegte Brote. Belegte Brote, Roggenbrot mit Käse oder mit Leberwurst oder mit Hering oder was man sich alles das ist ja immer sehr, sehr kreativ gemacht. Also wer diese Schweine, was wir produzieren, die werden ja eben in die ganze Welt exportiert und die Ohren, die gehen nach China als Delikatesse.
hier in Dänemark, da bekommt ihr den Hund in Ohren. Die Füße, die gehen nach Japan, die Schinken gehen ja nach Italien, das Bacon nach England und die Koteletten nach Deutschland. Das einzige vom Schwein, was wir nicht exportieren könnten, das war Leber. Deswegen essen wir ja so viel Leberwurst und Leber, weil das geht ja hier in Jetzt kommen wir hier zum Königlicher. Ja, dass dieser Kanal geht zum Königlicher Neumarkt hin. Hier ist es nämlich der Neuhafen. Wenn man ein Bild von Neuhafen oder von Dänemark gesehen hat und das nicht die kleine Meerjungfrau war, dann war das höchstwahrscheinlich Neuhafen. Aber das werden die jetzt auch nicht mehr verkaufen, dieser Stadtteil, weil diese einfach hier so voll ist von den Touristen. So, jetzt will man hier was anderes sich überlegen. Aber das ist hier sehr, sehr beliebte Strecke hier. Dieser Kanal ist künstlich ausgegraben von schwedischen Kriegsgefangenen 1670er Jahren. Hier hat auch Hans Christian Andersen gewohnt, in den Giebelhäusern hier auf den schräg links hinter euch. Das ist hier also die längste Bar die Welt. Hier kann man richtig schön sich ein Bier holen oder Smörbrot kann man hier essen. Und wenn man keinen Tisch findet oder das Geld natürlich ausgeben will, dann setzt man sich einfach beim Ballwerk hin und kann immer noch die schöne Neuhafenstimmung genießen. Mit seinen eigenen Pizza und eigenes Bier, das ist ja viel günstiger. Hier ist auch oft Musik und wahnsinnig viel los. Hier dieses Park, wo wir jetzt kommen, das ist auf die linke Seite, das ist eine Klimaschutzanlage. Wir haben ja so heftige Wolkenbrüche und das gibt ja viel Wasser auf einmal, was man nicht so gerne in den Kellern von den Leuten haben will. Deswegen hat man hier diese Wolkenbruchsicherung hingebaut, dass man hier das Regenwasser kontrolliert einsammeln kann. Und Kopenhagen ist ja bekannt, die Kronprinzfamilie war da, Königin war nicht da, die Benedikte war aber auch da, die Schwester von unserer Königin, die ja sonst in Berleburg wohnt. Und hier haben wir auf der rechten Seite noch drei Speichern, das haben wir ja auch von der anderen Seite gesehen. Die ersten zwei, das sind Wohnungen und Büros, das dritte hier, das ist Abgusssammlung. Das hat man früher für die westindische Inseln genutzt. Und hier oben seht ihr die beiden Götter Neptun und Hermes. Handelsgott und Meeresgott. So, also Handel auf dem Meer, so haben die Dänen sich immer reich gemacht. Und Westindien, da hatten wir ja Kolonien. Drei Inseln hatten wir da, wo wir ganz viel Zucker angebaut haben. Das Geld, was wir da gemacht haben, das wurde, hat hier die ganze Stadtteile gebaut. Und das Schloss Oranienburg auch haben wir das hier gebaut. Die Wikinger, die kamen ja schon weltweit in die Welt hinaus. Ganz bis, also 1000 Jahre her mit diesen offenen Booten sind die weit in die Welt hinausgekommen. Ganz bis zum Grönland und nach Färöern und durch die Flüsse von Europa ins und Russland durch ins Schwarze Meer und Rotes Meer und ganz bis nach das Mittelmeer sind die runtergekommen. Also dann, jetzt sind das ja jede zehnte Schifffahrt hier weltweit. Das wird von Maersk unternommen, also sind wir immer noch gut mit dabei beim Schifffahren. Hier auf der rechten Seite, da seht ihr Befestigungsanlage von Friedrich III. Angelegt. 1660 hat sich, wollte sich gegen den Schweden schützen. Gleichzeitig auch Absolutismus eingeführt und wollte hier gerne einen sehr, sehr sicheren Ort haben und hat also dieses Befestigungsanlage dahin gebaut. Wenn man das in die Karte sieht, dann sieht man, das sieht aus wie einen fünfspitzigen Stern mit Wallgraben und Wallanlage. Hier auf der rechten Seite müsst ihr sehen, da eine schräg gestellte Abfalleimer. Also wir tun richtig viel für die Fahrradfahrer. Dann können die beim Fahren da einen Abfall da reinwerfen, wenn die treffen können. Dann muss man vielleicht erst ein bisschen trainieren. Breite Fahrradwege, mehr als 450 Kilometer Fahrradstraße haben wir. Und es hat einen sehr, sehr hohen Wert auf unseren Gesundheitsbudget, dass wir so viel Fahrrad fahren. Es hat einen Wert von 1,8 Milliarden dänische Kronen. Das ganze Befestigungsanlage hier, das ist ja, heute wird es, steht es alles unter Denkmalschutz und wird meist genutzt als Park. Man sieht, da ist auch eine Mühle, da war auch Gefängnis. Da saß auch der Strunzer gefangen, der Leibarzt aus Altona, den man ja hergeholt hat, um der Geisteskranke Christian VII. Auf ihn aufzupassen. Das wurde ja die Geschichte vom Leibarzt oder der Besuch vom Leibarzt. Das ist auch ein Film gedreht worden. So, jetzt fangen wir aber
aber erstmal zu die kleine Meerjungfrau. Sie werden wir jetzt kurz anschauen gehen. Das ist ja die Geschichte von kleine Meerjungfrau. Die geht ja so, dass wenn die Meerjungfrau 15 Jahre alt wurde, dann dürfte sie zum Meeresüberfläche hochkommen. Dort oben hat sie den schiffbrüchigen Prinz gefunden, ihn an Land geholfen und für ihn gesungen. Er war ja nicht im Bewusstsein. Sie müsste ja wieder ins Meerestief zurückführen und hat am Strand verlassen. Dann ist sie ins Meerestiefe wieder runtergeschwommen und hat die Meeresechse aufgesucht und hat ihr gefragt, wie kann ich denn meinen Prinz wiedersehen? Sie hatte sich ja so in ihn verliebt. Die Meeresechse hat gesagt, ja, das kannst du, dann musst du aber deine schöne Stimme abgeben. Und ich kann dir einen Tag und eine Nacht ans Land geben. Und falls kein richtiges Mensch dich in dich verliebt, musst du am nächsten Morgen sterben. Die kleine Meerjungfrau war ja so verliebt, wollte das unbedingt wagen, ist aufs Land gelaufen, ihre Füße taten höllisch weh, sie war also überhaupt nicht gewohnt auf Land zu laufen. Und dann hat sie da aber auch der Prinz wiedergefunden. Er war ja aber dabei, eine andere Prinzessin zu heiraten, weil er hatte ja gesucht und gesucht nach der Frau mit der schönen Stimme und hat ihn nicht wiedergefunden. Und jetzt war sie endlich da und konnte sich ja nicht mehr vorstellen, weil sie ja keine Stimme mehr hatte. Da war sie traurig, konnte nur an dieser Hochzeitsfeier zuschauen. Dann kam aber ihre Geschwister mit einem Messer auf das Wasser raus und hat gesagt, ja, wenn du selber ans Leben bleiben willst, dann musst du ja der Prinz töten. Dann ist die kleine Meerjungfrau, hat das Messer genommen, sie ist da zur Liebesbett hingelaufen, hat die Vorhänge zur Seite geschoben und hat das Messer gehoben. Aber sie hat sich nicht getraut, den Prinz zu töten. Und dann müsste sie ja in selbe Minute selber sterben, weil da gerade die Sonne hochkam. Und dann wurde sie verwandelt zum Schaum auf das Bier, weil das war nämlich der Brauer Jakobsen. Er hat diese tolle Geschichte gehört oder gesehen, also eine Ballettaufführung, und fand die Geschichte oder vielleicht eben die Tänzerin so wunderschön, dass er von ihr eine Modell machen lassen wollte. Dann hat er der Bildhauer Edward Eriksen gefragt, ob er das machen konnte. Das hat er gemacht. Und jetzt sitzt sie hier seit 1913 und kriegt jeden Tag Besuch aus der ganzen Welt von